Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar, wer die Rap-Szene ein bisschen verfolgt, hat ja mitbekommen, dass Capital Bra einen neuen Post auf Instagram rausgehauen hat. Und zwar mit der Bra schläft nie. Und in diesem Video hat Capi eine Line, die gegen einen gewissen Rapper schießt. Und zwar war nämlich gegen Shindy. Denn gehen wir mal eine Woche zurück. Shindy hat in seinem Track nicht speziell gegen Capi geschossen, aber allgemein gegen die Rap-Szene eine Line rausgehauen. Ich blende es mal kurz ein. Sound, das ist Babyblauer Sand. Ich trage keine Gucci-Tasche rum, weil ich bin reich. Und 1-2 Millionen Streams sind für mich kein Hype. Ja, die Line schießt nicht konkret gegen einen Rapper, sondern allgemein gegen die Rap-Szene. Sehr, sehr viele Rapper tragen natürlich Gucci-Sachen, Gucci-Taschen, viele Klamotten von Gucci. Und eventuell hat sich Capi da auch angesprochen gefühlt und auf seiner nächsten kommenden Single eine Line zurückgeschoben. Du siehst mich im Bett so, ist das deine Explosion? Keiner kriegt mehr Gucci, weil sie zu viel Cash haben. Ich werde den Trailer der neuen Single am Ende auch einblenden. Was kann man noch dazu sagen? Ja, es ist kein spezieller Diss gegen Shindy, sondern nur eine Line, die natürlich gegen Shindy schießt. Aber dennoch kennt man den Bra natürlich nicht anders. Und ich würde mal sagen, wir freuen uns schon alle gespannt auf den neuen Track. Eventuell wird er ja wieder auf die 1 chart. In diesem Sinne, das war es auch schon mit dem Video. Heute ein relativ kurzes Video. Und dann würde ich sagen, folgt mir auf Instagram. Peace. Du siehst mich im Bett so, ist das deine Explosion? Keiner kriegt mehr Gucci, weil sie zu viel Cash haben. Ich bin wach und du so wie gesagt. Wenn er durch die Stadt und der Bett zerstört. Ja, liebe Lüge, du da die Haut.